gesagt haben, ich wurde fündig. Viel Wasser. Hier gab es anscheinend auch mal einen Steg. Jetzt gerade Bildmitte sind noch so ein paar Pfeiler zu erkennen. Aber den haben sie wohl abgerissen. Hier liegen auch noch so ein paar Hölzer rum. Und man hört überall verschiedene Vögel. Aber die haben mich natürlich als erster mitbekommen. Lasst euch mal durch den Sumpf entführen. Dann gehen wir gemeinsam unter, falls es jedoch nicht so wirklich weitergeht. Momentan sieht es ganz gut aus. Auf der anderen Seite werde ich dann auch mal gucken, ob ich schon völlig von Zecken zerfressen werde. Das ist hier was ganz anderes als sonst in der sächsischen Schweiz. Nicht unbedingt schlechter. Jemand eine Idee, was das sein soll? Ein Topf am Baum gebunden mit einer Tasse. Ja, der Topf ist auch zu. Aber ganz klar, was das sein soll, wird mir nicht. Oh, mal wieder ein kurzer Ausblick. Stehe jetzt gerade auf irgend so ein, ja, weiß ich nicht. Also hier sind irgendwie Platten zumindest aufeinander gestapelt, so eine schweren Betondinger. Also ein Gulli, der zumindest kein Eingang ist. Und was mich schon gewundert hat, hier liegen teilweise auf 10x10 Metern verstreut da hinten lang Steine, also so Ziegelsteine herum. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mal als Zielübung für irgendwas diente, dass das so völlig zerbumst ist. Aber noch interessanter ist jetzt im Bild, jeder kann sich so ungefähr vorstellen, was das ist. Es ist ja, vorne der Zünder. Das Ding ist bestimmt 20, 30, 40. Also einen halben Meter könnte das sein. Naja, nicht ganz, vielleicht 40 Zentimeter in der Richtung. Und irgendwann hat er schon hochgehoben, weil hier ist so eine Kuhle. Da unten ist so eine Kuhle. Und da auf der Rückseite von dem Ding wächst nicht das Moos. Ha. Also theoretisch soll hier auch irgendwo ein Weg sein. Und den suche ich gerade. Und ich finde das so ein bisschen spannend, wenn hier so eine Dinger rumliegen. Na gut, schauen wir mal weiter. Wer einen hübschen Birkenhügel oder Wald sucht, wird hier definitiv fündig. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen People-Fotografen interessant sein. Falls man hier irgendwelche Märchenszenen im Halbdunkel zur blauen Stunde machen möchte. Blick von unten nach oben. Da ist auch so ein Luch. Übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt hatte, diese Stelle, wo ich da vorhin war, mit diesem explosiven Fund, das nannte sich irgendwie Burghof. Deswegen hatte ich ja gedacht, okay, vielleicht gibt es ja da irgendwo eine Art Schloss. Also was heißt Schloss? Irgend so eine billige Burg oder Grundmauern, aber nope. Nope, nope, nope. Nichts gefunden.
theoretisch bewege ich mich irgendwie auf so eine Art Aussicht zu. Es sieht ja aus, wie die Wildschweine hier gewütet haben. Warum ich so schnaufe? Brandenburger Berge, ging mal eben wieder 50 Meter oder irgendwas in der Richtung steil bergauf. Einige Schneisen hier machen den Eindruck, also die jetzt nicht, aber ein paar andere, die mir so begegnet sind, machen irgendwie den Eindruck, als wenn sie irgendwann einmal mit Panzern hier durch die Gegend gecruised sind. Gut, irgendwie hier direkt jetzt nebenan müsste ja dieses Übungsgelände sein, irgendwie in die Richtung, da wo es auch so nach Lichtung aussieht. Da geht es dann auch gleich nochmal hin, ein paar Wege gibt es ja. Ja, aber ob dem so ist oder ob das nur so anmutet, dass sie mit Panzer teilweise durch sind, das weiß ich nicht. Ich hoffe momentan, dass ich gleich mit irgendeiner Art Aussicht belohnt werde. Und ihr auch. Ihr natürlich auch. Zeckenparadies. Da geht's. Oh, man kommt der Aussicht langsam näher. Finde ich gut. Also stimmt das mit der Karte soweit. Das ist ein bisschen eng hier. Oh mein Gott. Ist das ein Scherz? What? Ihr erkennt das auf dem Video, oder? So was stellt man die hin und dann die Bank. Herrlich. Gut, ich mach mal eben Pause. Ja, ich konnte nicht anders als mal zu gucken. Und das Ding ist hohl und da drinnen war Alkohol. Also sieht schon ein bisschen nicht mehr so gut aus. Also die Flaschen außen sehen nicht mehr so gut aus. Aber verstecken wir mal wieder, ich wollte es nur mal festhalten. Schon sehr niedlich mit diesen Inseln, oder? Also, es ist schon ein schönes Fleckchen Natur, muss man ja gestehen. Vor allem schön ruhig, bis auf den Militärkram weitestgehend unbelastet. Ich schneise hier, hier ist Wasser. Auf der anderen Seite ist auch Wasser. Dazwischen ist so ein, naja, Weg. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wie der aussieht. Also wenn man, wenn man ihn sich mal so anschaut, er sieht schon ein bisschen künstlich aus. Also das Wasser hier auf der Seite, das Luch und das Birkenluch, wie es übrigens heißt, mal verbunden war ursprünglich. Macht zumindest so ein bisschen den Eindruck. Ungefähr das ist die Sicht, die ich fotografiert hatte. Plus, minus und ein bisschen der Vordergrund nicht so harte Kanten. War schon ein bisschen
ins Bokeh gerutscht, außerhalb der Schärfeebene. Was ich ganz interessant finde, was heißt interessant, unter mir ist irgendwie mal ein Lagerfeuer gewesen. Die Wildvögel, die hier unterwegs sind, die habe ich auch schon versucht einzufangen, aber das klappt so noch nicht ganz. Und es gibt ja noch einiges zu entdecken. Eine herrliche Gegend, oder? Irgendwo in die Richtung müsste auch sich wieder ein halbwegs normaler Weg befinden. Bin gespannt. Hier ist auch so ein Luch, wie man sieht in der Mitte. Tja. Was soll ich sagen? Ärgerlich. Jetzt hatte ich hier gerade so einen größeren Greifvogel am Himmel gehabt. Aber als ich dann alles mühevoll zusammengebaut hatte, die Brennweite und alles, war er schon weg. Und ich habe jetzt auch nicht beobachtet, wo ich. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass er nochmal auftaucht. Deswegen hocke ich jetzt hier gerade noch so auf der Lauer. Aber ich vermute mal nicht, was sehr schade wäre. Ich wollte unbedingt mal ausprobieren. Vögel im Flug ist noch eine andere Herausforderung. Tja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt lange genug gewartet. Er ist nicht wieder aufgetaucht. Der Gute. Tauchen nur die ganze Zeit Metallvögel auf. Aber die will ja keiner fotografieren. Heißt es also einpacken. Viele Ziegel hier überall rumliegen, schon Wahnsinn. Na gut, dann nehme ich euch mal wieder mit, wa? Jetzt sagen wir nochmal Lebewohl zur liebe Rosa Heide. War schön. Definitiv komme ich nochmal her, aber ich glaube, als nächstes stehen mal wieder Berge an. Wo geht's jetzt weiter? Da. In die Richtung muss ich jetzt ein paar Kilometer. Und dann komme ich in die Ortschaft Sand. Falls jetzt jemand gesagt hat, Gesundheit. Nein, die Ortschaft heißt Sand. Also laut Karte heißt sie Sand. Kurz und knapp würde ich mich dann verabschieden. Letzter Schluck für heute. Speicherkarten alle voll. Mal zwei. Hinter euch beginnt auch schon die Zivilisation und ich wollte mal gucken, dass ich die nächsten Touren mehr Fotografie fokussiert machen kann. Momentan ist es ja immer so ein Mitschleifen und ab und zu mal was zu Bildern erzählen. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie so ein Misch finde, der dann irgendwie besser passt, also mir auch besser gefällt. Wir sehen uns.